Wir kommen zu Los Nummer 7. Das ist das komplette Zimmer voll mit Porzellan. Das sind ca. 1000 Teile, über 3 Generationen zusammengetragen. 1000 Teile und diverses. Wir starten mit 10 Euro. 10 Euro sind geboten. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Verkauf. Auktion im Gasthof Lamm in Kleinheppach. 3 Generationen haben hier gelebt und gesammelt. Manches Wertvolle, viel Nützliches, aber auch viel Kruscht. Jetzt ist der Opa gestorben. Das Haus wird verkauft. Aber zuerst muss es leer sein. Eine besondere Herausforderung für den Auktionator. Wir haben ca. 50 Positionen. Großteils werden wir zimmerweise versteigern oder tischweise. Und einfach aufgrund der Masse, ich habe den Leuten gesagt, bringt eure größten Transporter mit. Das sind also Dimensionen, die sind selbst für mich, wo ich doch tagtäglich sehr viele außergewöhnliche Dinge sehe, ist es schon Wahnsinn. Das Highlight der Auktion, 150 Autogrammkarten. Ende der 70er Jahre waren viele Promis zu Gast im Lamm. Elke Sommer ist ja hier ein- und ausgegangen. Wenn die hier war, ist ihre Mutter und ihre Freundin auch da gewesen. Und die war mehrmals da. Der ihr Mann von Amerika ist auch da gewesen. Und das war immer sehr nett. Oder der Götz-George, wenn der da war, dann ist er mit meiner Tochter schon gegangen. 55 zum ersten, 60, 65, 70. Ein Bieterduell nach dem anderen. So kennt es der Auktionator. Andreas von Brühl versteigert europaweit Kunst und Antiquitäten. Zu meiner Rechten, zu ihrer Linken. Und heute die Autogrammkarten. Die sind heiß begehrt. Genau, und wir starten hier mit 50 Euro. 75, 80, 85, 90 und 150 zum dritten für die Bieter Nummer 4. Herzlichen Glückwunsch. Aber 150 ist ein guter Preis. Kann man nichts sagen. Ich wäre noch höher gegangen. Wie weit wären Sie gegangen? Bis bei 100. Ja, ich bin super happy, wie das heute hier gelaufen ist, dass so viele Menschen hier vor Ort waren. Wir haben über 90% der Gegenstände verkauft und wir haben den Leuten hier wirklich richtig weiterhelfen können und sie von einem großen Ballast, von einer großen Sammlung befreien können. Wir sind froh, wenn es weg ist. Es ist so viel, es ist Wahnsinn. Meine Schwester und meine Eltern haben so viel gesammelt und das kann man gar nicht behalten. Einen Haken hat das Ganze aber. Die Käufer dürfen alles mitnehmen, was auf ihren ersteigerten Tischen liegt. Sie müssen aber nicht. Es wird also trotzdem noch dauern, bis der Gasthof Lamm komplett leergeräumt ist.